Leute und willkommen zurück auf Truppilei Island. Wie man sehen kann, sind meine Anwohner krank, haben wohl meine Erkältung von letzter Woche übernommen, aber habe absolut keinen Plan, wieso die hier alle krank sind. Also nur hier unten in dem Gebiet und in dem hier oben, in dem Gebiet, sind die krank. Wenn wir jetzt mal rübergehen in das andere Gebiet, hier oben ist nur eine Person krank. Das ist ja noch vollkommen okay. Ansonsten sind die alle hier topfit, gesund. Hier unten auch. Aber sobald wir hier hingucken, in das Gebiet, hier sind wiederum sehr, sehr viele krank. Hier unten ist eine Person krank. Hier ganz viele, drei Leute, drei Anwohner. Hier vorne ist noch jemand krank. Und hier unten sind auch sehr, sehr viele krank. Hab absolut keinen Plan, wieso. Wenn ihr davon eine Ahnung habt, dann könnt ihr mir das sehr, sehr gerne kommentieren, weil bin irgendwie komplett ratlos. Da ist jemand draufgegangen. Hab keinen Plan, was das hier soll. Nur in diesem Gebiet hier oben. Es kann doch kein Zufall sein, oder? Oder es ist eine digitale Erkältung, genau. Von meiner Erkältung, von meiner realen Erkältung eine digitale Erkältung. Gibt es sowas? Nein. Aber wenn es eine digitale Erkältung gibt, dann wurde die jetzt soeben erfunden, hier in City Skylines. Oh Mann, was soll das denn? Nur in diesem Gebiet hier sind die Leute krank. Und hier oben fehlt eine Leitung. Ja, da fehlt eine Leitung. So, einmal hier rüber. Es kann ja wohl auch kaum an den Leitungen liegen. Weil die ganzen Leitungen gehen von hier aus gesehen, im Zickzack, überall querbeet, verteilt über die ganze Karte. Also kann es auf gar keinen Fall an dem Wasser liegen, dass die hier krank geworden sind. Keine Ahnung wieso. Hier sind ganz, ganz viele Leute krank. Kann sein, dass die drauf gingen, ne? Es sind auf jeden Fall genug Krankenhäuser da. Es sind genug Krankenhäuser da. Da gucken wir jetzt trotzdem nochmal nach. Es gibt drei Krankenhäuser. Gut, da oben haben wir jetzt keins, aber gut, da können wir was anderes hinsetzen. Die Leute, die können ja wohl mal ein paar Meter fahren, um ins Krankenhaus zu fahren oder zum Arzt zu gehen, oder? Ein paar Meter laufen. Da unten wird jemand abgeholt. Tatütata. Die Männer im grünen Kittel sind da. Da ist einer. Was macht er da draußen? Soll er den Patienten abholen? Hä, da war doch gerade gar keiner. Jetzt müssten die normalerweise hier vorne rauskommen. Normalerweise. Ah, okay, die nehmen das Fenster. Okay. Daneben ist zwar eine Tür, aber auch egal. Parken einfach irgendwo. Jetzt nehmen die den Patienten mit. Nein, er wurde überfahren. Jetzt ist er aber weg. Was für eine Logik hier. Aber wieso ist das Symbol immer noch da? Moment. Haben die etwa jemanden vergessen? Jemals einen Patienten mitgenommen? Der andere ist noch da geblieben? Okay. Wo fährt der Krankenwagen hin? Befördert Patienten zur Behandlung? Normalerweise müsste der doch mit Tatütata rumfahren, oder? Fährt ein bisschen langsam. Ein bisschen sehr langsam. Und mal abgesehen davon, noch mal kurz nachgucken. Hier sind auf jeden Fall noch mehr Leute krank. Und hier oben... nur noch zwei Leute? Wow. Also vorhin in der Aufnahmepause war das komplette Gebiet krank. Keine Ahnung. Es war irgend so eine Epidemie. Eine digitale Erkältung. Aber jetzt geht's ja wieder. Aber hier unten sind halt noch zu viele krank. Das kann wohl daran liegen, dass wir hier kein Krankenhaus haben, aber ich glaube kaum, oder? Die können ja wohl ein paar Meter zum nächsten Krankenhaus fahren. Wo liegt denn das Problem? Also, bei mir ist das Krankenhaus auch ein bisschen weiter weg. Oh, was haben wir da oben? Da müssen ein paar Gebäude weg. Im Industriegebiet. Moment, da waren aber noch mehr. Das kommt weg. Hier oben, das kommt auch weg. Muss mir jetzt auf jeden Fall mal nach der Aufnahme einen Tee machen. Damit es mir auch bald wieder komplett gut geht. Habe immer noch so ein paar kleine Probleme von der Erkältung. Aber das wird auf jeden Fall wieder besser werden in den nächsten paar Tagen. Und hier soll ja das nächste Zentrum, das dritte, hinkommen. Ich gucke jetzt gerade noch mal kurz nach, wie wir das hier am besten machen. Oh, Moment. Wollt ihr hier rüber gehen?
sagen, wir gehen hier so querweg drüber, bis hierhin geht das dann. Und dann ziehen wir hier noch einen neuen Weg. Aber wo endet der? Sagen, wir gehen einmal so. Oh, Moment. Habe ich hier gerade eine Leitung weggemacht? Musst du mal kurz nachgucken. Nein. Doch, da, eine Leitung. Hier kommt einfach wieder hier ein Ohr, das bereits belegt ist. Ja gut, da kommt das kurz weg, das kommt auch weg. Dann wird das wieder damit verbunden, das wird hiermit verbunden und alles ist wieder gut. So, dann machen wir auch sofort weiter. Also die Verbindung geht bis hierhin. Die geht bis hier vorne hin. Oh, was haben wir denn hier für eine Brücke? Was ist denn da passiert? Okay. Ich sehe das gerade zum ersten Mal. Wow. Gut, womit machen wir weiter? Also hier wollen ja sowieso keine Anwohner wohnen bei den Windturbinen. Macht einfach viel zu viel Lärm. Also bebauen wir nur das Gebiet hier. Muss mal ganz kurz überlegen, wie wir das am besten machen. Ich nehme dann den anderen Weg. Gehe dann von hier aus gesehen hier rüber, dann darüber, von hier aus gesehen dann einmal bis hier in die Mitte, ist ganz okay. Da muss auf jeden Fall noch mehr her, bevor die Wohngebiete da platziert werden, weil hier die Gebiete in der Mitte, die sind einfach noch zu groß. Klar, da könnte man so ein Park hin machen wie hier oben. Hier am Kreisverkehr muss ja auch noch der andere Park hin, aber ich finde das ein bisschen blöd, wenn die Gebiete in der Mitte dann einfach zu groß sind und dann einfach komplett leer bleiben. Klar, wir können da jetzt auch 1000 Palmen hin machen. Das geht auch. Ist auch kein Problem, aber das muss noch irgendwie verändert werden. Aber das Problem ist, es soll ja auf gar keinen Fall zu viele Kreuzungen geben. Hier haben wir bereits das eine Problem. Hier ist eine Ampel, dann ist hier wieder eine Ampel. Ich müsste das normalerweise wegmachen. Oder halt ein bisschen anders machen. Desto mehr Einwohner, desto mehr Verkehr und so weiter. Das könnte halt nachher zu einem großen Problem werden. Oder ich werde das Ganze einfach hiermit verbinden, weil wir auf der anderen Seite sowieso die Kreuzung haben. Und lasse das hier einfach offen. Und wir gehen dann hier nochmal rüber. Ja, wo gehen wir überhaupt hin? Ich würde sagen, von hier aus gesehen. Auch da sind Leitungen im Weg. Ja, die sind hier in der Mitte. Sind die Leitungen, verdammt. Da muss es irgendwie anders gemacht werden. Aber ich meine erstmal hier das Gebiet hier oben. Ist ein bisschen krumm geworden, oder? Egal, das bleibt jetzt einfach so. So, die Ecke machen wir noch. Oder Moment. Ich muss ja aufpassen, ne? Weil es sind ja dann nachher zu viele Ampeln. Das ist einfach zu viel hier. Das muss dann doch weg. Das kommt auch weg. Dann muss da noch eine andere Alternative her. Hier ist die eine Ampel, dann ist hier wieder eine Ampel. Das ist doch viel zu viel, oder? Das muss irgendwie anders gemacht werden, anders geregelt. Also kommt die nächste Kreuzung hier hin. So. Ich werde jetzt mal ein paar kleinere Wege nehmen. Am besten mit Bäumen. Genau, Bäume sind immer gut. Ich werde das dann ein bisschen anders machen. Ja, Ampeln gibt es dann hier sowieso noch ein paar mehr. Dass wir einfach von hier rüber gehen bis nach oben. Klar, hier ist wieder eine Ampel, aber es ist einfach unvermeidbar. Desto mehr Wege, desto mehr Ampeln halt. Dann gehen wir halt hier so rüber bis hier hin. Und dann nochmal von hier bis hier vorne hin. Oder? Sind das wieder zu viele Ampeln? Könnten auf jeden Fall zu viele sein, aber
mir jetzt mal das Gebiet an. Das war ja halt mein allererstes Zentrum. Hier sind auch relativ viele Ampeln und es läuft momentan noch sehr gut. Es gibt hier in dem Gebiet so gut wie gar keinen Verkehrstrubel. Läuft alles wunderbar. Also können wir das hier im neuen Gebiet auch in der Theorie genauso machen. Dass wir doch relativ viele Kreuzungen nehmen. Weil hier das Gebiet auch... Oder hier kommt ein Park hin. Können wir auch so machen. Und mal kurz nachgucken. Von hier aus gesehen. Aber hier sind wieder die Leitungen im Weg. Das ist ein bisschen blöd. Die Leitungen sind aber jetzt noch da. Sehr gut. Und hier, das Gebiet ist mir noch ein bisschen zu offen. Deswegen gehen wir dann so rüber. Bis hierhin. Von hier aus gesehen. Hier ist ja die eine Kreuzung. Normalerweise hingehen. Bis hierhin. Ach, Moment, hier ist eine Leitung im Weg. Wohin gehen wir damit? Bis hierhin. Ist doch ganz okay, oder? Könnt mir auch noch gerne kommentieren, was hier noch so gebaut werden soll. Klar, hab bis jetzt alles sozusagen doppelt und dreifach gebaut. Hier fehlen noch ein paar einzigartige Gebäude und ein paar Monumente. Und hier sind wieder zu viele Müllberge. Verdammt. Zu viele Müllberge. Wo sind die Müllmänner? Die sind wohl alle gerade wieder am Pennen mitten in der Nacht. Egal, wir machen jetzt hier auf jeden Fall weiter. Hier auf der Ecke sind auf jeden Fall genug Kreuzungen. Das bleibt dann so. Mal kurz nachgucken. Das Gebiet ist noch ein bisschen zu offen. Oder es bleibt so, je nachdem. Könnte normalerweise von hier aus gesehen hingehen. Bis hierhin sowas ziehen, ist doch okay, oder? Ja. Das sieht ja ganz nett aus. Und dann gehen wir von hier aus nochmal rüber. Wenn das denn klappt mit der Leitung. Ah, die Leitung. Da ist jetzt aber... Nee, da ist keine Leitung mehr im Weg. Sehr gut. Die bleiben alle noch da, wo die sind. Dasselbe können wir normalerweise auch hier auf der anderen Seite machen. Ah, bis hierhin. Es war gerade blau. So, jetzt aber... Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Hier vorne können wir normalerweise jetzt sofort große Wohngebiete hinbauen. Weil das dauert ja eh eine Weile, bis die ganzen Hochhäuser da sind. Das machen wir halt lieber jetzt. So, das kommt hier hin, das kommt da hin. Und das Gebiet hier unten auch komplett voll mit Hochhäusern. Obwohl aktuell haben wir gar keinen Wohngebietebedarf, wie man unten erkennen kann am grünen Balken. Aber es kommen ja immer mehr neue Anwohner. Wir haben